So Leute, willkommen zu einem kleinen Zwischendurch-Video von Rokortis Farm. Wir haben gestern Abend im mehr oder weniger Livestream versucht, eine Hühnerfarm zu bauen, die mir auch echt gut gelungen ist. Und ich wollte euch die ganze mal jetzt ein bisschen vorstellen, beziehungsweise zeigen, wie es funktioniert, weil man das im Livestream vielleicht nicht so ganz gesehen hat und den wahrscheinlich auch fast keiner von euch gesehen hat. Ja, wir haben hier diese Farm, sagen wir mal so, halt einfach ein Holzgelände, wie ihr das verkleidet, ist halt euch überlassen. Ich fand das so ganz cool. Vielleicht kann man hier noch irgendwie was anderes hinmachen. Und ja, jetzt können wir halt hier hochgehen. Wie ihr seht, wir haben hier ordentlich Hühner reingemacht. Ja, aber Aaron ist gestern abgeschmiert. Wahrscheinlich, weil er gestreamt hat und dadurch halt auch die Hühner hier und alle. Und das war ein bisschen zu viel. Ja, die halt auf Wasser sind. Seht ihr ja hier. Und eben in diesem Glaskasten, der 3 Glasblöcke hoch ist. Genau, im untersten Glasblock ist halt die Wasserlinie, dann in dem, wo die Hühner sind. Und die Hühner können halt fliegen, deswegen macht ihr einfach noch einen oben drauf. Ihr müsst das mit Blöcken machen, damit die Hühner halt auf jeden Fall über diesem Wasser liegen. Also auf diesem Wasser sind. Wenn ihr es mit Zäunen macht, dann habt ihr ja hier immer nur diesen, weiß nicht, diesen einen Drittel Rand halt, wo die Hühner halt eben sich noch bewegen können. Und das ist halt nicht so gut, weil die dann da durchbangen könnten. Genau, ja, ich habe einfach hier Wasser reingemacht, also es ist kein Wasserfluss. Und ja, das Holz hier an der Seite nur zur Verkleidung. Hier seht ihr das auch nochmal. Genau, dann gehen wir wieder runter. Das mache ich hier nochmal alles ein bisschen anders. Das ist jetzt einfach nur erstmal ganz, ja, grob fürs Video. So, und dann habe ich hier so einen Hopper hingebaut, der halt automatisch die Eier, ihr seht schon, die, Moment, die kommen halt hier raus. Habe ich hier einen Durchgang. Und dann kommen halt die Eier hier raus. Seht ihr jetzt gerade. Manche bleiben hier oben liegen. Das dauert dann ein bisschen, bis die runterkommen. Oder ihr müsst die einfach mal einsammeln. Mache ich mal jetzt eben. Ich hatte vorher keine Eier im Inventar. Habt ihr ja bestimmt gesehen. Und jetzt habe ich, wenn ich die noch einsammle, ja, schon mehr als 2 Stacks. Also, was heißt 2 Stacks? Das sind mehr als 32 Eier. Und das ist schon eine Hausnummer. Also, es sind schon ein paar. Und genau, dann kommen die halt hier rein. Können wir eben mal einsortieren hier. Und dann werden die automatisch in die Kiste gemacht. Ihr seht, ich habe das jetzt, ja, eben gerade erst hingebaut, diesen Hopper. Und das sind jetzt schon weniger, diese beiden. Naja, ihr seht es einfach selber, jetzt kommen einfach immer mehr Eier rein. Ja, also es ist auf jeden Fall produktiv, sagen wir mal so. Genau, und dann müsst ihr halt hier unten noch einen Wasserblock reinsetzen, der einfach hier rüber fließt, dass die Eier einfach hier runterfließen. Und den Wasserblock hier oben könnt ihr einfach durch diese Leitern halten, weil der nicht weg kann. So. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, Rokortis Farm müsste die Tage wieder online kommen. Ja, also ich finde, sieht gut aus. Man kann es noch ein bisschen anders machen, ein paar Akzente mit dran. Ich muss halt noch gucken, wie wir das verbinden, dass man halt hier von der Kuhfarm wieder, oh, hier ist schon ein Huhn ausgebrochen. Gucken, wie man von der Kuhfarm hier runterbaut. Kommt, aber ich finde es ganz gut auch an der Stelle, weil es sehr laut ist. Ich weiß nicht, ob er das hört, ich habe die Musik komplett ausgemacht, weil es einfach sehr nervig ist. Weil, naja, wie viele Hühner sind das, Alter? 50, 60, keine Ahnung. Ist schon eine Menge. Und ja, ansonsten, ja, hier hinten ist ja Marcells Häuschen, das können wir mal, lol, jetzt hat es gerade vollgeleckt. Marcells Häuschen, das können wir mal zeigen, das ist auch eine geile Sache. Hier mit den Kühen, die sich hier unten gerade tummeln, warum auch immer. Kommt mal rein. Kann man die hier zum Schlachten reinholen. alle Vegetarier da draußen. Hat Spaß. So, hier. Na gut, egal. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier unten alle sind, aber gut. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so in Anführungszeichen Tutorials haben wollt, also ist jetzt kein Tutorial, das ist so einfach. Das hatte ich mir mal ausgedacht. Das gibt's bestimmt auch schon so in der Art. Vor x Jahren mal mit einem Freund zusammen und haben wir so gesagt, Mensch, das muss doch irgendwie funktionieren, wenn du so eine Massentierhaltung machst und bla bla. Und ja, das kam dann halt bei raus. Finde ich eigentlich extrem produktiv. Gut, ich habe es jetzt auf eine sehr platzeinnehmbare Weise gebaut. Man könnte halt einfach diesen Zaun komplett weglassen und nur eben diese 3 Glasblöcke übereinander bauen. Und dann hier einmal dies mit den Leitern hier unten drunter und dann den Wasserfluss darunter. Also das ist halt dann 3 Blöcke breit. So lang wie ihr wollt und ja, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Blöcke hoch. Ne, nur 5. Gut.
Ja, wobei 6, 7, ja, ist, man kann die Kiste ja auch hier vorbauen und so, und das hat jetzt ganz gut geplatzt vom Platz her, und ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, das wäre die Hühnerfarm. Ich mache gerade mal noch kurz einen Screenshot dafür, fürs Thumbnail. Super, alles klar. Und ja, wie gesagt, wenn ihr nochmal so andere Videos sehen wollt, zum Beispiel, wie wir das hier hinten umsetzen werden, dass man hier das Tor verschließen kann oder beziehungsweise von außen zumachen kann, dass man das nicht mehr sieht, dass da ein Loch ist. Das können wir auch nochmal irgendwie, wobei es seht ihr wahrscheinlich auch in der Farm, in der Aufnahme. Aber so kleine Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Hühnerfarm werden wir dann wahrscheinlich irgendwie im Livestream bauen. Und dann gibt es halt immer wieder, wie jetzt, kleine Zusammenfassungen, wo wir dann einmal kurz erklären. Gut, ich bin vom Server geflogen. Wahrscheinlich hat man es halt den Server wieder zugemacht. Ich würde sagen, damit beende ich auch wieder das Video. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Hühnerfarm haltet oder wie man es noch produktiver machen kann. Und dann sehen wir uns wieder in Rokotis Farm. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.